Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos mit den einzelnen Elementen, die wir in WPF einsetzen können, beschäftigt und haben eben dabei in die Kategorien visuelle Elemente, Controls, Items, Controls und Panels unterschieden. Und jetzt langsam werden wir uns die finalen Dinge anschauen, nämlich das Fenster und sogenannte User Controls, die letztendlich eine Ansammlung solcher Standardelemente sind, die wir hier gesehen haben. Ich möchte erst kurz auf die Klasse Fenster, beziehungsweise im Englischen heißt das Ganze natürlich Window, eingehen. Das ist eben die Klasse in WPF, die ein Fenster symbolisiert. Das heißt, wenn ich hier unsere Applikation starte, dann sehen wir hier eben, dass wir jetzt dieses Fenster haben, in welcher dieser selbige Inhalt ist. Und hier waren eben unsere Tabs und ich kann dieses Fenster eben minimieren und maximieren und wieder schließen. Das alles passiert in der Klasse MainWindow und der wichtige Punkt ist eben, dass MainWindow von Window ableitet. Und wir sehen hier, diese Klasse hat eigentlich keine großartige Implementierung, außer diese sogenannte InitializeComponent-Methode. Das habe ich auch schon vorher erzählt. Diese wird eben erzeugt, wenn unsere XAML-Datei kompiliert wird von XAML nach BAML. Das ist die Binary Application Markup Language. Das passiert sozusagen beim Erstellvorgang und wir haben dann auch gesehen, dass eine partielle MainWindow-Klasse noch mit erstellt wird, eine automatisch generierte Datei. Und in der ist dann eben diese Initialize-Component-Methode drin, die letztendlich alles, was wir hier in XAML definieren, lädt. Das ist eben die Verbindung zwischen MainWindow in der Code-Behind-Variante und MainWindow in der XAML-Datei. Die Verbindung wird zusätzlich auch noch hergestellt durch dieses X-Class-Attribute, was wir hier oben sehen. Ich kann etwas größer hingehen. Hier steht eben der voll qualifizierte Name der Klasse, die letztendlich unsere Code-Behind-Datei darstellt. Und sobald wir dieses X-Class auf dem Root-Element der XAML-Datei setzen, dann heißt das eben, dass für dieses Element hier eine Code-Behind-Datei gebaut oder eine Datei erzeugt wird, die eben diese Partial-Class-Main-Window hier ergänzt. Es ist wichtig, vielleicht auch nochmal darauf hinzuweisen, wir haben hier explizit eine Instanz von Window, also der Basisklasse. Entschuldigung. Und wir sagen sozusagen, bitte erzeuge davon eine abgeleitete Klasse namens hello-wpf.mainwindow und mach daraus eine Partial Class. Und so sind dann eben diese beiden Sachen verbunden. Und implizit wird dann eben als Inhalt dieses Fensters genau das gesetzt, was wir hier in XAML angegeben haben. Auch das passiert eben implizit, wenn wir hier InitializeComponent mit aufrufen. Also ich nehme es zumindest an. Wenn wir diesen Aufruf mal spaßeshalber wegnehmen und trotzdem F5 drücken, dann wird es wahrscheinlich trotzdem gehen mittlerweile. Ja, wir sehen es. Und ja, es hat wohl doch nichts damit zu tun. Aber prinzipiell, ich kenne mich jetzt mit diesen Internas auch nicht gerade gut aus, warum hier Initialize Component verwendet werden darf oder weggelassen werden darf, besser gesagt, und nicht. Ich würde aber trotzdem empfehlen, dass man diesen Aufruf immer drin lässt. Ja, das ist das Main Window. Der Punkt ist eben hier, dass dieses Main Window direkt ein Fenster darstellt. Wir haben auch noch eine andere Möglichkeit. Wenn wir mehrere Ansichten haben, die in einem Fenster dargestellt werden sollen und wir möchten nicht gerade Tab-Groups verwenden, dann, also ich zeige mal, was man darunter versteht. Wenn wir jetzt hier eben uns Word 2013 anschauen, dann habe ich hier sozusagen jetzt eine Ansicht, in der ich eben hier das Dokument sehe, wo ich den Text schreiben kann. Wenn ich hier dann eben auf Datei gehe, dann sieht man, ich bekomme jetzt einen komplett neuen Inhalt, der hier jetzt eben angezeigt wird und wenn ich hier wieder auf zurückgehe, dann kommt die ursprüngliche Ansicht wieder. Ja, also das, was man auf einmal sieht, bezeichnet man im User Interface Design Fachjargon als Ansicht oder Englisch View.
Und was hier eben passiert, wenn ich diesen Reiter hier oben, den File-Reiter drücke, ist, dass eine neue Ansicht angezeigt wird. Genau das kann man natürlich in seiner Applikation auch machen. Der Punkt ist dann eben nicht, dass man jede Ansicht in ein eigenes Fenster steckt, sondern es gibt sogenannte User Controls. Und davon werden wir jetzt einfach mal eins bauen. Wir machen einfach einen Rechtsklick auf das Projekt, sagen Add und wählen hier direkt User Control aus. Und es ist wichtig, dass hier eben User Control WPF ausgewählt ist. Wenn man hier oben bloß User Control auswählt, dann hat das mit Windows Forms zu tun und das ist nicht das Framework, in dem wir landen wollen. Wir sind hier tatsächlich bei User Control in Klammern WPF und wir können hier eben sagen unsere Ansicht. Und was wir jetzt eben bekommen, ist eine ähnliche Aufteilung wie beim Main Window. Wir haben auch hier eben eine XAML-Datei und eine Code-Behind-Datei, die aber jetzt eben nicht von Window, sondern von User Control ableitet. Das Vorgehen, wie diese erstellt wird, ist aber prinzipiell genau gleich, wie ich das vorher auch gesagt habe. Wir haben eben hier die Verbindung mit unserer XAML-Datei wiederum über das X-Class-Attribute, was auf dem Root-Knoten hier gesetzt wird, auf User Control. Auch hier referenzieren wir eben die Basisklasse, von der unsere Ansicht ableitet. Und im Konstruktor rufen wir Initialize Component auf, was eben automatisch vom Compiler erzeugt wird, wenn das XAML kompiliert wird. Der Punkt ist, dass wir diese Ansicht ist mehr oder weniger ähnlich wie ein anderes Control die anderen visuellen Elemente, die wir schon kennengelernt haben, die können nicht ohne Fenster dargestellt werden. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, bitte zeig mir meine Ansicht an. Also ich mache hier nochmal spaßeshalber einen Textblock mit rein, wo ein bisschen Text drin steht. Dann können wir das ja nochmal in die Mitte schieben. Und wir machen den Inhalt noch etwas anders. So. Also wir hätten jetzt unsere Ansicht hier. Der Punkt ist, die kann man eben nicht einfach so anzeigen. Die muss innerhalb eines Main-Windows gesetzt werden. Was man hier jetzt eben machen kann, ist, wir schmeißen mal den bestehenden Inhalt hier raus und wir möchten jetzt hier eben im Window selbst eine Instanz unserer Ansicht erzeugen. Das heißt, wir fügen hier einen XML-Namespace für unseren Namensraum ein. Da gebe ich mal das Kürzel H dafür. Und was ich jetzt eben haben möchte, ist, dass hier unser Namensraum mit eingebunden wird. Ich habe es auch schon mal in einem vorherigen Video erklärt. Überall, wo wir eben den Standard-Namespace hier verwenden, da wird eben diese URL genutzt. Und auf diese URL hier sind mehrere C-Sharp-Namespaces aus WPF gemappt. Also die üblichsten sind System Windows, System Windows Controls. Das sind zwei sehr große Namespaces, die es in WPF gibt und da sind einige Elemente drin, die wir eben benutzen können, unter anderem auch das Window. Das Problem ist, unser Namespace, den wir in C-Sharp gerade nutzen, das ist ja bekanntlich der Namespace HelloWPF, der ist natürlich nicht unter dieser URL erreichbar. Man kann aber ein Namespace-Mapping von C-Sharp nach XAML hinbekommen, indem wir das hier mit dieser XML-Namespace-Schreibweise machen. Wichtig ist, dass wir hier eben noch CLR-Namespace-Doppelpunkt angeben, bevor wir hier tatsächlich den Namespace unserer Assembly mit angeben. Es gibt auch noch kompliziertere Varianten, nämlich genau dann, wenn die Klasse, die wir nutzen wollen, nicht in dem gleichen Projekt ist, beziehungsweise der gleichen Assembly, wie wir sie hier haben, dann müsste man, glaube ich, noch einen Doppelpunkt dahinter machen und dann Assembly ist gleich noch was anderes schreiben. Also der Name der Assembly, in der dann der Namespace drin ist, den wir mappen möchten. Das lassen wir jetzt aber mal außen vor. Wir können jetzt aber hier tatsächlich über unseren H-Namespace die Ansicht
hier initialisieren und wir können diese Ansicht dann eben als ganz normales Element nutzen. Wir sehen hier ein gelbes Zeichen, das heißt, wir können den Inhalt dieses Elements nicht direkt hier im Main Window editieren. Es soll eben bloß angezeigt werden, hey, hier ist jetzt eben unsere Ansicht untergebracht. Und was ich auch noch machen werde, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, ist, dass ich hier einen Button hinzufüge. Bottom, nee, right, so, vertical, bottom. Und hier schreiben wir einfach mal OK rein und sagen dann eben padding noch 10.2. Und wenn wir dieses Programm jetzt ausführen, passiert natürlich immer noch nichts Besonderes. Aber wir haben hier jetzt eben eine Ansicht angezeigt. Und wenn wir jetzt hier irgendeine Aktion ausführen, beispielsweise hier diesen Button drücken, dann könnte man sich vorstellen, dass wir dann eben im Handler dieses Buttons eine neue Ansicht generieren und diese dann in den Content des Main Windows schieben. Und damit haben wir eben das erreicht, was man allgemein als Navigation bezeichnet. Das heißt, wenn wir eben im selben Fenster mehrere Ansichten anzeigen wollen, lassen wir den Nutzer im Normalfall bestimmte Aktionen machen und aufgrund dieser Aktionen erstellen wir dann neue Instanzen einer anderen Ansicht und schieben sie für das oder hier eben statt dem jetzigen Content in das Main Window einfach rein. Okay. Damit bin ich auch schon am Ende des Videos. Nochmal kurz zusammengefasst. Main Window und solche User Controls sind eben besondere Dinge in BPF. Warum? Das sind die einzigen Elemente, die eine Code-Behind-Datei haben können. Und der Punkt ist aber, dass wir diese Dinge hauptsächlich benutzen. Also Button, da sollte ich vielleicht auch noch kurz darauf hinweisen, Buttons und alle anderen Sachen, die eben keine User Controls sind oder nicht von Window ableiten, die haben nicht die Fähigkeit, dass sie eine Code-Behind-Datei wie hier haben können. Die sind anders aufgebaut, das sind sogenannte, oder wenn man eigene Controls implementieren möchte, dann spricht man dann von Custom Controls. Hier ist es aber so, dass man eigentlich als Programmierer, vor allen Dingen als Anfänger, hauptsächlich eben mit diesen beiden Typen arbeitet. In User Controls erstellt man einzelne Ansichten. Ein Fenster wird eben durch die Klasse Window repräsentiert und wenn man ein sozusagen angepasstes Fenster machen möchte, dann erstellt man eben eine Window-Klasse. Also hier auch über Add und dann kann man hier ein Fenster erzeugen oder wahlweise ein User Control. Page ist für internetähnliche Navigation gedacht. Wenn Sie das nutzen möchten, können Sie das aber gerne selber in der MSDN nachlesen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!